Tolles Wetter an diesem Fußballabend im Emirates Stadium. Herzlich willkommen zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Arsenal gegen Leicester City. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Zinchenko, number 5, Thomas Partey, number 34, Granit Xhaka, number 7, Bukayo Saka. Leicester hat uns mit dem Meistertitel 2016 natürlich auch so ein wenig den Glauben an Fußballwunder, an das Unvorhersehbare im Fußball wiedergegeben. Aber Wolf, ist das wiederholbar? Also ich bin mir da nicht sicher, nicht bei Leicester und auch nicht bei anderen Clubs oder in anderen Ligen. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Alles bereit hier im Emirates Stadium. Durchgang 1, los geht's. Madison. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Thielemans aber. Jamie Vardy. Vardy, das ist die Chance. Gehalten, stark gemacht. Ecke kommt in die Mitte. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Harvey Barnes. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ja, wird hier gut unterstützt. Da haben sie die Chance. Eine sichere Parade. Da gibt er das Foul gegen Arsenal. Hereingabe auf den langen Pfosten. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Arsenal geht mit der besten Abwehr in diese Partie heute. Mit der besten Abwehr gehen sie in dieses Heimspiel. Und das gibt ihnen Mut, das gibt ihnen Zuversicht. Und völlig zu Recht, denn auf diese Defensive ist Verlass. Das könnte, da bin ich mal ganz mutig, auch heute wirklich wieder zum Erfolg führen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Da bekommt er Unterstützung. Harvey Barnes.
Sehr gut aufgepasst. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Thomas. Thielemans. Leicester City lauert auf die Torchance. Er versucht's. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Jetzt ist Platz für den Konter. Ødegaard mit dem Ballverlust. Partey. Ødegaard ist das. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Ødegaard lässt sich nicht beirren, den hält er. Madison. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Da ist der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. So, Ecke kommt. Wir spielen erstmal raus. Schönes Dribbling hier. Da zeigt er sein Können. Tolle Körperbeherrschung, tolles Timing. Und den Ball, ja, den Ball muss er auch erstmal halten. Der kurze Eckball. Zieht ab. Gute Aktion vom Torhüter. Die kurze Variante. Und es gibt Freistoß gegen Arsenal. Da gibt es, glaube ich, nicht viele Schiris, die da keine Karte zücken. Ball geht an den langen Pfosten. Er pfeift, Elfmeter. Chance hier 1:0 in Führung zu gehen. Er ist noch heiß. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen zu wenig draus und das muss natürlich besser werden. Jetzt sehen sie sich hier diesem Angriff gegenüber. Die eigene Defensive ist gefragt. Sie haben den Ball. Harvey Barnes. Das könnte was werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Das
Saka. Es gibt Freistoß für Arsenal. Didi. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Didi. Harvey Barnes. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gabriel Jesus. Chance zur Führung. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Madison. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Könnte gefährlich werden. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Sie müssen aufpassen. Gabriel. Da passt er auf. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. So, damit war es das für die erste Hälfte. Im Moment steht es hier unentschieden. Arsenal muss noch was tun. Es heißt also Remis zur Pause, Wolf. Und das haben sie wieder mal ihrer Defensive zu verdanken. Da sind sie aktuell ja die Besten. Und wir sehen, die Null steht mal wieder. Und vielleicht geht heute ja sogar noch mehr, wenn sie konsequenter vor dem gegnerischen Tor werden. Und jetzt geht's weiter hier im Emirates Stadium. Steigen wir ein in Durchgang 2. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Party. Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus. Thomas. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Da ist Platz für den Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Und da ist der Ball wieder weg. Martin Ødegaard. Gabriel Martinelli. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Thomas Partey. Saka. Gibt Ecke. Gut geklärt. Wechsel bei Leicester. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Wir sehen die kurze Variante. Das wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Der Torwart mit dem Fehler. Ah, das sind so die Szenen, die jeder Keeper fürchtet. Dieser Fehler wird eiskalt bestraft. Da sah er alles andere als gut aus.
Ja, das Tor geht auf seine Kappe. Den hätte er nie so weggeben dürfen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Gelbe Karte gegen Arsenal. Völlig zu Recht. So darf er dann nicht reingehen. Sie können kontern. Arsenal mit dem Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er bekommt die Unterstützung. Er ist frei, da kann was draus werden. Saka. Chance für Gabriel Martinelli. Gehalten, Szene geht weiter. Erstmal Gefahr bereinigt. Gibt Ecke für Arsenal. Jetzt wollen sie hier ihre knappe Führung weiter ausbauen. Arsenal mit dem Wechsel. Ball wird kurz gespielt. Zieht einfach mal ab. Schuss kommt nicht durch. Tielemans. Und jetzt bekommen sie die Chance. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ødegaard. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Super durchgesetzt. Ødegaard. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, diese tolle Technik. Drin ist der Ball, unhaltbar. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Madison. Wade ist das. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Wäre vielleicht die Schusschance. Die Fans machen sich bemerkbar. Wichtig! Er holt den Ball.
Die Gunners greifen wieder an. Jetzt können sie es entscheiden. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Wechsel bei Arsenal. Ecke kommt in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht raus. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Thomas. Da ist Xhaka. Gabriel Martinelli. Ecke jetzt und die Chance, alles klar zu machen. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Ja, das ist die kurze Variante. Ja, das müssen Sie entschlossener machen. Nee, Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Thielemans. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Xhaka. Fabio Vieira. Gabriel Martinelli. So ein bisschen sind wir noch zusammen. 5 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt gibt es noch mal Eckball. Gute Möglichkeit. Kurzer Eckball. Gabriel Jesus. Der Treffer durch Gabriel Jesus. Er ist einfach ein überragender Spieler und hier hat man es wieder gesehen. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Heißt es also jetzt. Thielemans. Jamie Vardy. Die Defensive steht. Wir hören den Schlusspfiff. Der heutige Sieger heißt also Arsenal. Heute haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ein klarer Ligasieg am Ende, auch in dieser Höhe, durchaus verdient.